Frühsommer. Das ist so eigentlich die Hauptarbeitszeit im Weingarten. Eben weil das Triebwachstum jetzt so massiv ist, sie wachsen jetzt, man kann fast zuschauen beim Wachsen. Und jetzt muss man eben die Triebe in den Drahtrahmen reinstricken, sagt man. Weil sonst würde die Triebe, wenn die zu lang werden, die den runterbrechen. Aber grundsätzlich ist es so, muss man schon sagen, dass einer, der was mit der Materie nichts zu tun hat, das eigentlich sehr, sehr genau und sehr penibel macht. Also wenn ich sage, der Trieb, der was so lang ist, den würde wegkommen, dann nicht gerade, dass er das misst, dass es da ist. Mit so einem jungen Pärchen bin ich in meinen Garten gefahren mit unserem alten Traktor. Und die alten Traktor, die haben so eine super Handbremse, da kannst du links und rechts bremsen. Und wenn du rechts bremst, fährt er um und da fährt er um. Und da bin ich gefahren und das waren so ein paar Schlingel waren das. Und sind wir gefahren und ich bin halt die Gegend geklärt. Und dann habe ich immer gemerkt, wie der Traktor mir nach links beißt. Und dann habe ich gesagt, was ist? Und sie wissen nichts. Dann fahren wir wieder auf einmal rechts. Und ein bisschen draufgekommen bin, dass die wirklich, wenn ich nicht hingeschaut habe, immer einmal links gezahlt haben, die Bremsen, einmal rechts. Und den Traktor sind wir um mich geschmissen. Aber dann im Keller haben wir das wieder ausgeglichen dann. Also man ist wirklich mit der Natur sehr, sehr verbunden. Und man sieht jeden Tag, dass das wächst, dass da was entsteht. Und dass man eben auch dann am Schluss das fertige Produkt Wein dann trinken und spüren kann. Und für mich ist wichtig, dass man eben die ganze Natur, die ganze Entwicklung vom Weingarten, den Boden, dass man das einfach in Wein dann wieder findet und wieder gespürt. Und das ist so eigentlich meine Leidenschaft. Ja.